willkommen zu Red Dead Redemption 2 PlayStation 4. Und ja, das Spiel ist heute offiziell erschienen. Gestern haben es ja schon welche gespielt, die es im Laden gekauft haben. Ich habe es nicht im Laden gekauft, ich habe es vorbestellt hier und ja, toll. Ja, ich werde das Spiel spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Let's Play wird oder nicht, je nachdem, wie ihr Bock habt. Ich habe Bock auf das Game, so oder so. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Story, gucken. Ich habe noch nie was angemacht hier, also... Ist das jetzt ein Ladebildschirm? Oder ein Intro? Das ist, glaube ich, mega leise bei euch. Na, jetzt haben wir ein Ladebildschirm. ja. Im Jahr 1890, oh Gott, neigte sich das Zeitalter der Restlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Ich dachte, da liest jemand mit, aber nö. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Gesetze. Was es heute nicht mehr so ist. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banditen trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Ich weiß, ihr könnt auch lesen. Rockstar Games präsentiert. Red Dead Redemption 2. Das soll ja vor den ersten Teil spielen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Naja, gut. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop some. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Das nenne ich mal einen Winter. Oder ein Schneegebiet. Keine Ahnung. Kapitel 1. Kälte. Bring him in here. Da sieht das auf einer normalen PlayStation-Spiele, sieht das recht gut aus. Keine Pro, tut mir leid. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was
Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride, see if we can find one of them. In this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time. What really went down back in that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We so, und los geht's. Need you strong. Halte X gedrückt, um mit Dutch Schritt zu halten. Oh. Also es ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Extrem. Finde ich echt cool. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ja, also sollen wir jetzt beide schneller reiten oder nur Schritt halten? Eieiei. Brücke? What the fuck? Tatsache. Zusammen schneller reiten. Ja, yeah, komm. Drücke R1, um dein Pferd zu verlangsamen. Okay. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. The only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Achso, was ist... Wait, is that someone coming towards us? Scheiße, ich wollte mit ihm reden. Fuck, okay. Wir können Gespräche also aktiv gestalten. You up ahead. Who's there? Ist dir da gar kein... Oh, doch, Feuer. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business.
Alter. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Ja, Gott. Tippe zweimal auf. Oh, verdammt. Tippe zweimal auf X und hätte gedrückt wahrscheinlich, ne? You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look. It's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Stop and smash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Alter, fall nicht runter. Ich will ja nicht dazwischen labern, wie sie reden, ne? Also nicht wundern. Okay. Let's head down there. Coming through. Ich finde die Schneespuren geil. Das ist cool gemacht. Deine Gesundheit wird unten links in der Ecke angezeigt. Ah, dann. Okay. Zu klein! Okay. Dann echt die ganze Zeit X drücken, um zu galoppieren. Also, die äußere Anzeige zeigt deine Verlaufung Gesundheit. Der Stand des inneren Kerns beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Gesundheitsregeneration. Okay. Bleib doch mal stehen, Pferd. Alter. Nähere dich dem Anbindepfosten. Okay. Pferd anbinden. Okay. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Alter. Someone's having fun in there. Das sieht echt gut aus in dem Schnee. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Okay, macht jetzt den da mit der Tür den Schuppen oder was? Wie gibt diesen Schuppen und drückt R1, um Deckung zu gehen. Okay, da geht's nicht auf, dann hier hinter. Was ist das? Wie? Ich komm da nicht rein. Wie ver. Hallo? Die Tür geht nicht auf. Ist doch der Schuppen oder nicht? Oder meint der. Hä? Ach, er meint den anderen Schuppen. Okay, Junge, könntest du mal aufhören, dich jetzt zu bewegen? Danke. Oh, muss ich einmal rumgehen oder was? Ja, ich mach ja schon Chef. Bin ein bisschen dumm. Wie kann er denn schneller gehen? Gar nicht? Keine Ahnung. So, jetzt aber. Excuse me. Hello. Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. Now I just Arthur, need some there's a body in the wagon. I hear you. Just the Dutch. Keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, buddy. Waffenrad. Ah, Pistole. Jawohl. Du nutze R, um eine Waffe auszuwählen.
Lass L1 los, um Signal zu nehmen. Okay. Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn. Yeah. Look out! There's more to be. Alter. War das jetzt das Richtige? Ich hoffe mal. Das soll ja mal gegen den Kopf schießen, den Step. Ja, wo nachlaufen, verdammt. Oh Gott. Eieiei, das haben wir ganz schön viel getan. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Whiskey. Muss sein. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier durchsuchen. Was haben wir denn hier? Alles, was es gibt, mitnehmen. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Okay. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Oh. Was ist mit meiner Gesundheit? Sieht aus, als wäre das am Schmerzen. Ich glaube, ich sollte was essen, ne? Okay. Scheinen jetzt wieder Gesundheit zu haben. Alles ist dunkel. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. Schrank durchsuchen. Really Medizinschrank. Oh ja. Ne, brauche ich nicht schließen, hallo. Na, was kann man hier noch so finden? Grab anything you think we can use. Oh, steht unten rechts Blut. Kekse! Begib dich nach draußen zur Tasche, nachdem du die Vorräte gesucht hast, okay? Bohnen! Und noch mehr Bohnen! Und noch mehr Bohnen! Jawoll! Vorrat! Achso, noch mehr? Na, was gibt's hier noch? Noch mehr Dosen! Hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Vielleicht nochmal den Tisch nochmal genauer angucken. Das hat er da ja angeguckt, glaube ich, ne? Ja, gehen wir nochmal zum Bett. Wo kann man nicht hier hoch? Tatsache. Was? Ist da Munition? Klassische Haferplätze. Okay. Rückbau-Munition. Sehr schön. Alles Hochballer mitnehmen. Jetzt frage ich mich gerade, kann man jetzt irgendwie speichern oder wie soll das hier eigentlich ablaufen? Spielfortschritt? Story, Compendium, achso. Einstellung, was haben wir überhaupt hier? Anzeige, Schärfe, Killeffekte, dynamisch.
Gut, lassen wir erstmal so, wie es ist. Kamera, Audio, allgemein. Automatisch speichern, ja. Celsius, Gewicht, Kilogramm, Oberfläche. Perfekt. Läuft ja alles. Hat das jetzt so gespeichert? Ich hoffe mal. Ich würde sagen, weil ich muss jetzt nämlich aufhören. Wenn die Aufnahme. Ich hoffe, der Einstieg hat euch ein bisschen gefallen. Das ist ja, weil ihr gerade so gut wie noch gar nichts, was wir gesehen haben, natürlich. Aber ich finde die Grafik geil. Eine Bewertung würde mich freuen. Ob ihr Bock drauf habt, wenn ihr das sagen würdet, auch. Dann würde ich sagen, macht gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.